Stellt euch vor, ihr kommt aus dem Urlaub zurück und habt eine gewisse Sache, die jetzt wieder mal neu ist in Sachen Corona, nicht mitbekommen und sollt dann bis zu 25.000 Euro Strafe zahlen. Ja, genau das droht jetzt wieder, denn es gibt mal wieder Änderungen in Sachen Reisen und Corona. Und damit sage ich Hallo, hier ist wieder Melanie vom Reiseteam Royal, eurer mobilen Reisevermittlung. Ja, es ist mal wieder soweit. Die Bundesländer haben sich wieder Neuheiten ausgedacht, wie sie dem Coronavirus Herr werden möchten und was da für Urlaube auf geändert werden soll. Ja, in Bayern gilt es jetzt, wer aus dem Urlaub aus einem Risikogebiet zurückkommt, sprich ein Land, wo eine Reisewarnung bei Risikogebiet besteht, muss sich testen lassen, muss einen negativen Covid-19-Test vorweisen. Dieses Testergebnis muss spätestens nach 72 Stunden vorliegen. Wenn ihr das direkt noch in eurem Urlaubsland machen möchtet, darf das nicht älter sein als 42 Stunden. 48 Stunden, Entschuldigung. So, nicht älter sein als 48 Stunden. Andernfalls droht richtig viel Strafe. Das kann bis zu 25.000 Euro kosten, wie es vorhin in Medienberichten hieß. Und das Bundesland Bayern hat eben auch schon angekündigt, dass Kontrollen verschärft stattfinden sollen. Das gilt eben für alle Reiserückkehrer aus Risikogebieten, egal auf welchem Weg ihr wieder ins Land kommt. Also egal, ob ihr mit dem Auto einreist, mit dem Flugzeug, wie auch immer, ihr müsst dann diesen Test machen. Und das gilt auch, wenn ihr nur im Familienurlaub wart. Also es ist ganz egal, jeder, der wieder nach Bayern einreist und aus so einem Risikogebiet kommt, muss sich testen lassen. So, in NRW ist das Ganze noch anders. Die haben gesagt, ach, ist ja eh fast in jedem Land, dass es so ist, dass diese 50 Neuinfizierten auf 100.000 Einwohner in 7 Tagen da überschritten ist. Daher machen wir das so. Jeder, der aus dem Urlaub kommt, muss einen negativen Covid-19-Test vorweisen. Es sollen dafür auch Testkapazitäten wieder an den Flughäfen quasi zur Verfügung gestellt werden oder eben in den Testzentren in den jeweiligen Landkreisen. Ja, das Ganze hatten wir ja schon mal in ähnlicher Form im Sommer, aber wenn ihr jetzt aktuell auch im Urlaub seid, gilt das eben für euch jetzt auch schon. Also auch wenn ihr euch eigentlich die Quarantäne eingeplant habt und jetzt denkt, ach, ich komme zurück und dann gehe ich halt 10 Tage in Quarantäne und gut ist. Nein, also wirklich, es besteht für euch die Testpflicht. So, in NRW hieß es dann, Schnelltests sollen zur Verfügung gestellt werden. Daher kann man davon ausgehen, dass dort auch diese Schnelltests gelten. Für Bayern habe ich da bisher schon unterschiedliche Sachen gelesen. In manchen Medienberichten heißt es Schnelltest, in manchen steht nur Test. Dann wiederum wird vom PCR-Test gesprochen. Also es scheint immer noch so ein bisschen vage zu sein, was jetzt wirklich gilt. Im Zweifel solltet ihr wirklich bei eurem zuständigen Gesundheitsamt vorab anfragen und euch das Ganze eben bestätigen lassen, was die jetzt wirklich verlangen. Ob der Test jetzt quasi von euch selber nochmal bezahlt werden muss oder ob das wieder wie im Sommer so ist, dass das bezahlt wird, das habe ich jetzt auch noch nicht lesen können, muss ich sagen. Ich habe da vorhin so ein bisschen gegoogelt. Wahrscheinlich kommt da jetzt im Laufe der nächsten Stunden auch wieder ganz vieles und vielleicht auch schon wieder detailliertere Berichte. Aber beachtet das schon mal, achtet darauf, plant das ein und besonders wenn ihr jetzt vielleicht gerade im Urlaub weilt. Ja. Das waren mal wieder die ersten Änderungen, die jetzt wieder gekommen sind. Ich schätze mal, in den nächsten Tagen tut sich noch einiges. Vermutlich ziehen auch andere Bundesländer wohl nach. Oder vielleicht wird es auch wieder von irgendeinem Gericht gekippt, wie diese generelle Quarantänepflicht, die es ja in NRW gab und die dann gekippt wurde. Wir warten ab. Mehr können wir eh nicht tun und natürlich immer best informiert bleiben, damit ihr dann eben wisst, wie im Moment die aktuellen Regelungen sind. Nichtsdestotrotz, euch allen natürlich einen schönen Urlaub, wenn ihr denn jetzt noch fliegt oder vielleicht auch gerade im Urlaub seid. Lasst euch das nicht verderben und ansonsten natürlich schöne Feiertage. Bis zum nächsten Video sage ich Tschüss.